Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karte von Thüringen. Wir werden jetzt hier den Hartlader abgeben. Der Test hat er bestanden. Beziehungsweise noch nicht ganz. Wir müssen mal schauen, was er macht mit dem Gewicht. Ob das vorne mit klarkommt. Denn das wäre nämlich ganz schlimm, weil er sich im Hintern hebt. Ne? Das wäre eine mittlere Katastrophe. Aktuell fahren die Drescher nicht oder die Echse nicht. Und die Abfahrer nicht, weil das Silo zurzeit eine Wüste ist, eine Mondlandschaft. Und das möchte ich erstmal ein bisschen korrigieren. Zum einen Radlader testen, zum anderen soll ich mir auch noch Traktor holen, separat, und die ganze Chose dann noch verteilen. Weil ich kann Radlader so gut den Berg wegfahren und verschieben und verteilen. Aber so richtig so Plan machen hier auf die ganze Ebene, das kriege ich mit denen so gut nicht hin. Und so fährt er ja ganz gut durch. Also sind doch keine Berge da, ne? Mal zusagen, ne? Ja, kann man an abgeben, kann man ein bisschen Kosten sparen. Lohnfallung. War auch ganz selten ist hier. Ah, der fährt ja auch. Dieser Dünger 40 hier für Feld 28. Was ich hoffentlich noch fertig kriege heute. So. Gut, das klappt soweit, aber wir werden nochmal trotzdem einen anderen Traktor holen und den Verteiler, der hinten liegt. Der KC100. Müsst ihr noch probieren. Hinten anhängen, ne? Rückwärts fahren zur Not. Das könnte auch gehen. Und der hat auch noch Gewicht, ne? Eigengewicht vor allen Dingen, also so extra Gewicht hat er ja nicht. Jetzt können wir das gute Stück mal hier abstellen. Was ja im großen Garten jetzt bringt. Aber versucht was wert. Diese Dinge müssen halt noch extrem verbessert werden. Spielverhalten. Ne? Das müssen sie halt noch mal tun. Wie sie es machen, ist mir im Grunde egal. Wir fahren jetzt rüber und das Ding werden wir runterschmeißen auf den Boden und anschalten. Das heißt, wir müssen jetzt anschalten, dass sie alle drei Teile sich drehen. So, schauen wir. Das war der erste, dreht sich gut. Der zweite auch. Dritte auch. Und jetzt müssen wir wieder umfallen und ganz vorne und runter. Aber tut mir schön verteilen, dass man den Schiebehörden nicht hinbekommt. Dann tun sich die anderen nämlich leichter. Unsere Abfahrer, das fahren wir gleich mal zurück. Was leider nicht so gut geht, ist das hoch und runter machen. Ne? Das ist das geht so gut nicht. Das geht gar nicht.
kannst du hoch und runter machen. Das ist im Grunde. Also besser wäre es, man könnte das ein bisschen anfangen. Ne? Und so stellen wir das vor, verteilen und unsere Abfahrt locker rüberkommen und keine Probleme haben. So, also perfekt. Können wir die Ränder ein bisschen ranfahren. Und dann kann das weitergehen hier. Schon wieder. Herrlich. Super. So ist schön. Alles verteilt, alles verteilt. Jetzt können wir gleich loslegen. Weiterfahren. Strom machen wir jetzt später. So. Geht nochmal alleine aus. So, hier nochmal nachträglich guten Rutsch neues Jahr, frohes neues Jahr für den Spätzeitzügler, die gestern keine Zeit hatten zum Beispiel, kann auch sein, ist ja möglich, unterwegs ist zum Beispiel aber keine Zeit, kann ich mal verstehen. Wenn die alle so wirklich jetzt raus sind, ne? Andere sagen, die fahren essen oder dergleichen. Oder bei Verwandtschaft. Kann auch sein. Diese Lüchte. Reise ich. Machen hier und die alles machen, ne? Die größte Gefahr sind unsere unberechenbaren Fahrer, ne? Ich meine, auf gerader Strecke ist die Gefahr nicht so groß, aber wehe dem an der Kurve und wenn der Radius, weil der zu gut Platz gehabt hat, dann muss aber ins Weiß fahren, ne? Die ganze Fläche zur Verfügung gehabt, aber nein, hinter dem Löcher muss die Kurve gefahren werden. Das Stückchen reine Mais, gut, die Kursplay macht ja eigentlich keine Zerstörung, auch wenn es an ist, aber das muss ja nicht sein, ne?
muss schon noch gehen. So, der Helfer fährt auch noch fleißig und dann fällt noch 28. Auf jeden Fall. Und dann ist auch nicht egal. So, der braucht noch von der Zeit her. Oh, 1 Stunde 54. Naja, ist auch ein großer Hektar, ne? Also, Feld 38 hat auch etwa 38 Hektar. Laut Berechnung oder ja, Anzeige. Ist schon heftig. Von der Menge her. Aber sehen wir so, das wird ein sehr, sehr schönes Ergebnis bringen, daher finanziell werden wir endlich unsere Schulden teilweise los, hoffe ich jedenfalls. Aber wir müssen das Ganze noch im Silo fahren. Ne? Jetzt wird es kriminell. Da wünschen wir alle, dass der Traktor eigentlich stehen bleibt und erst wartet oder erst losfährt, wenn er jetzt zum Beispiel jetzt hier loslegt. Aber komischerweise, jetzt klappt das wieder. Ich weiß auch nicht warum. Da drüben ist ein bisschen schräger. Da kann sein, dass es nicht ganz klar kommt. Dass die Feldform da etwas ja, ganz vorsichtig ausdrückt, nicht gut ist. Für das Platzangebot, für wenn der Manöver dann zu klein wird. Weil er dann länger in der Spitze reinfahren muss. Das könnte schon sein. Wie gesagt, nur eine KI, ne? Keine... Ein Mensch kann dann anders reagieren. Viel anders. Und der kommt wieder außerhalb. Komisch. Mal so, mal so. Bei mir ist es egal, ne? Aber ist schon merkwürdig, ne? So. Wir müssen sehen, ob wir da Metall kriegen. So, starten. Dann müssen wir die Brüder wieder anschalten. Einzeln. Das Kollege ist uns ungünstig. Aber ist auch so, ne? Also der Sound ist anfangs ganz gut. Aber dann hören wir ja nichts, ne? So. Aber läuft. Jetzt hören wir wieder was. Also noch nicht perfekt. Aber gut. Ist ein Mod. Das macht derjenige in seiner Freizeit. Muss man nicht so ganz so ernst sein. So. Wir müssen mal sehen, dass wir jetzt den Berg verteilt kriegen. Dass wir mit dem Rad leider nicht so gut hinbekommen. Das klappt gut. Einmal noch. Oder was gelesen, dass der eine wieder sagt, oh, der Sommer wird scheiße, der ist wieder heiß und trocken. Das können die heute schon vorher sagen. Ich fall da immer vom Glauben ab. Ne? Weil die kriegen nicht mehr 3 Tage in ordentlichem Maße hin. Und dann wollen die sagen, was Wetter im Sommer wird. Ich wünsche mir nichts Schlechtes, aber der Tag wird kommen, da kommt ein neues Gegenteil und da werden sie auch alle schimpfen. Das Wetter Sommer so lange nicht ist.
reinfallen. Und der Berg ist weg. Und der nächste kommt. Die andere Richtung. Platz machen, Platz. Wir kennen noch nichts, die Wurden. Da sind wir her. Die Silo-Wand ist nicht so gut. So. Runter. Gas. Gas, Junge. Immer durch, ne? Radlader kommt doch nicht durch. Was der im Glas nicht. Gut alte Technik. Hier ist nichts elektronisch, alles mechanisch. Denke ich mal, weiß ich nicht mehr. Früher gab es halt nicht so viel Elektronik wie heute. Wenigen Knickknack. Da konnten sie auch noch zur Not alleine reparieren. Heute ist es gar nicht mehr möglich. Da steckt das System dahinter, da kannst du mir glauben. Abhängigkeiten werden geschaffen. Der nächste ist voll. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Wir machen gleich weiter. Dann sagt mal Tschüss und die Winkel. Ciao. Und dann sitzt ihr vielleicht nächstes Mal. Tschüss.